Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. Nachdem wir in der letzten Folge ja was verloren haben und ich da sehr viel Zeit mit verschwendet habe, das zu suchen, geht's jetzt endlich weiter Was? im Mitzulft. Lydie? Ich hasse diese Viecher, die sind so ekelhaft. Ekelhaft. Moment. Den noch schnell, wo bist du? Gott sei Dank hat das noch gereicht. Hat das noch gereicht. Autsch. Ich werde mal eben schnell speichern. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal durch die Tür gegangen sind. Hoppala. Ich versuche natürlich auch mal oft in die Kamera zu schauen, um euch mal ins Gesicht zu gucken. Und laufe dann hier gegen die Wände und so. Und da das Licht noch nicht so optimal ist, werde ich dadurch noch ein kleines bisschen geblendet. Aber wie gesagt, das ist alles noch provisorisch und ja, in den nächsten Monaten wird sich das auch ändern. Aber erstmal muss ich hier das eine oder andere noch erstmal wieder einspielen. Und dann geht's hier richtig los. Und dann können wir wachsen. Gemeinsam wachsen. Und wir machen einfach erstmal das Tor auf. Ist scheißegal, ob hinter uns jemand ist. Da wäre es gewesen. Holger. Der will uns nicht reinlassen. Die Sau. Die Sau. Nee. Deswegen kann es schon mal sein, dass ich ein, zwei Sachen übersehe oder etwas falsch vorlese. Das ist daran, wie gesagt, dass ich das ja alles noch provisorisch mit dem Handy mache, nur damit wir überhaupt mal eine Facecam haben. Das Licht natürlich, wie gesagt, nicht optimal ist und es mir total unangenehm ist eigentlich, euch das so zu erzählen. Aber wir wollen mal bei der Wahrheit bleiben, ne? Ist ja halt so, ne? Und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste euch das erzählen. Ich möchte euch das erzählen. Sagen wir mal so, ich muss es ja nicht. Kann ich euch irgendwelche Storys hier erzählen? Aber ich möchte euch das erzählen. Das ist ja alles, ich habe ja mit solchen Sachen, beziehungsweise mit dieser Größe, ich meine, wir sind jetzt über 130 Blümchen. Und wir werden stetig größer und ich habe damit nie gerechnet. Und habe mich da nicht so wirklich mit befasst, sage ich jetzt mal. Und ich dachte immer, es wird immer ein Hobby bleiben. Es ist natürlich immer noch ein Hobby, klar. Aber es ist nicht nur ein Hobby, wo ich jetzt sagen würde, so ab und an mal kommt dann mal ein Video oder alle paar Jubeljahre kommt dann mal ein Stream. Jetzt ist ja so Regelmäßigkeit drin, ne? Und es soll alles ein bisschen professioneller werden. Nur damit ihr so mal so den Stand so habt. Aber ich habe jetzt hier auch für mich privat ein paar Sachen geändert. Ich gehe nochmal einmal kurz zurück. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich muss den Weg gehen und da hinten war auch noch so ein Gang. Oder ein Raum zumindest. Ich habe privat hier noch ein paar Sachen verändert. Und bin gerade dabei, noch ein bisschen was zu verändern. Und da war doch kein Raum. Wie komme ich da drauf? Von da kam ich doch. Wir sind hier nicht in Antildorn oder so. Ja. Ohne euch würde ich das ja gar nicht in Betracht ziehen, ne? Wenn ihr nicht wärt, würde ich gar nicht schauen, dass ich hier dann meine fünfte Kamera dann mal irgendwann mal besorge. Ich würde mir bestimmte Spiele gar nicht kaufen, weil ich mir so denke, so, ach, ob ich das überhaupt jemand spielen wollen würde oder so. Aber halt für euch dann, ne? Es macht mir so viel Spaß, wenn ich weiß, dass ihr Spaß daran habt. Ein Ebenerzfall, nehmen wir mal mit. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Das ist eine Schale. Eine Schale. Wenn da nichts Gutes drin ist, dann laufen wir hier Amok, oder? Das machen wir. Ach, komm schon. Komm schon, komm schon. Nee, das war die falsche Richtung, oder? Ich wollte gerade sagen, da war's. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Was soll denn das? Boah. Hab noch nie so lange an einem Expertenschloss gehangen. Kein Meisterschloss. Oh Gott sei Dank ist die offen wenigstens. Ein Smaragd. Ja, der Diadem mit Saphir. Hat sich voll gelohnt. Hat sich definitiv voll gelohnt. Lohnt sich aber nicht dafür, Amok zu laufen. Oder deswegen. Hier gehen wir wieder in die andere Sicht. Ist ein bisschen angenehmer zum Gucken. Ich vergesse das jedes Mal. So, wir speichern nochmal. Ich möchte das nicht nochmal öffnen müssen. Lydia, du bist einfach nur wieder durchgelaufen, oder? Du musst ein bisschen springen. Das musst du mal lernen. Läuft einfach, wenn ich nicht gesprungen wäre oder so. Also, wenn ich da jetzt ohne Probleme durchgekommen wäre, dann hätte sie mich auf jeden Fall in die runtergeschubst durch das Auslösen der Falle. Hey, was ist denn da unten? Einmal kurz Luki Luki machen gehen. Zwergenspinnen. Zwergenspinnen überall. What? What? Ja, Lydia, bleib ruhig da oben. Alles ist super. Dein Tane braucht deine Hilfe nicht. Alles ist gut. Wo ist sie jetzt? Nein! Da steht! Ziemlich geschickt, aber trotzdem, oder? Okay. Oh, Falmer. Naja, lieber Falmer als diese Chaurus-Dinger da. Kesselhaus mit Zulft. Kesselhaus. Wo sollten wir nochmal hin? Oh, bla bla bla. Okular? Hier wurde schon ein bisschen aufgeräumt. Ich durchsuche die jetzt nicht alle. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Mein Gott. Hol dir jetzt. Hast du wenigstens was Vernünftiges dabei? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ja, guck mal hier. Die haben alle nichts dabei. Rennen die einfach rein ohne Proviant, bisschen Taschengeld. Das ist einfach nur hier im Kreis laufen oder was?
Okay, habe ich ja nichts verpasst. Ich ein Härchen hier in meinem Auge festkleben gehabt. Ein bisschen unangenehm gewesen. Ich dachte schon die ganze Zeit, was ist das? Du da vorne. Bleib stehen, damit ich dir schwaches Gift. Schwaches Gift. Zwergenmetall, alles klar. Einer. Zwei. Au! Fuß, runter! Ach schade, das ist ja nicht der Speicherstand. Ich habe gerade so gedacht, so, boah, wäre voll cool, jetzt mal eigentlich unerbittliche Macht mal auszuprobieren. Wenn ihr den letzten Stream ja gesehen habt, wisst ihr ja, dass wir jetzt mit unerbittlicher Macht ein bisschen mehr Macht haben. Unerbittlicher sozusagen. Wir könnten jetzt quasi damit jemanden auflösen oder so. Irgendwie sowas war das. Mache ich jetzt nicht auf. And what is it? Autsch. Hier ist nix. Ah, Moment. Ich ziehe da komische Gesicht dabei. Ich kann nie gleichsetzen. Ich muss mich nach ein paar Minuten immer umsetzen. Ich mag das nicht, einfach nur so ruhig da zu sitzen. Jetzt ist es schon wieder höhlenartig. Es wechselt immer halt, ne? Na, komm schon. Sorry. Lüdi. Nein. Kerzenschein oder so haben wir auch schon lange nicht mehr gebraucht, weil ja, es war jetzt nicht so dunkel, nicht? Hier ist heute ein Krach irgendwie. Boah. Verstehe ich nicht. Ich hoffe, ihr hört es nicht so. Boah. Na. Ehrlich. Speicherino. Boah, hier ist überall Mondstein. Aber ich will jetzt auch nicht so viel mitschleppen, weil davon abgesehen, ich kann auch nicht alles mitschleppen. Das ist viel. Viel zu viel. 12. Wieso gucke ich überhaupt rein? Wieso gucke ich überhaupt da rein? Irgendwas ist coming. Oh!
Schon wieder ein von der Synode. Ach, und ja, ihr kennt das sicherlich auch, ne? Wenn ihr hier stundenlang durch die Höhlen und so rennt. Wo ist der Ausgang? Da, na, weiter, meine ich. Dann hat man auch irgendwann mal keine Lust mehr, sich die ganzen Truhen und so anzuschauen, weil es einfach viel zu lange ist und man einfach nur raus will. Lieber etwas kurz und knackig, als so lang. Oh. Ewig lang. Wieso hat man das so gemacht? Verstehe ich nicht. Schon wieder in der Ruine. Schöne Abwechslung, oder? Mal zwei Folgen lang. Wir haben genug Dietriche. Erstmal gucken, wo das überhaupt ist. Ups. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo es ist. Okay, es war zu weit. Ich hätte in die andere Richtung drehen müssen. Das war zu knapp. Wo kommst du denn jetzt her? So. Und mit diesem Finish-Move machen wir ein nächstes Folgenpäuschen. Wir haben 18 Minuten fast. Und ja, wir haben noch ein bisschen was hier in der Ruine zu tun, die sich immer wieder in eine Höhle, ja, wo wir so ein bisschen Abwechslung haben. Ich denke mal, es wird noch ein ganzes Stückchen weitergehen. Aber in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich durch sein. Ich hoffe. Und ja. Schaltet also wieder ein, wenn ihr ein bisschen mehr von dieser Ruine sehen wollt. Wird vielleicht noch spannend. Ja. Ciao.